Mittelmetallfreunde, Freunde der Wahrheit, ich begrüße euch, Sie am Dienstag zu einigen Top-News. Worum geht's mitten im Wahnsinn? Also die Energiewende, na, da ziehen immer mehr dunkle Wolken auf. Dann Markus Krall hat etwas sehr Wichtiges auf Twitter veröffentlicht. Und ich habe noch einen ganz erstaunlichen Hollywood-Film für euch. Aber ich fange an mit einem grandiosen Vorschlag der FDP und möglicherweise dem Dauerthema. Rente mit 72 soll künftig möglich sein. Ab 2030 wird es ernst, dann steht die Rente vor großen Herausforderungen, die wir übrigens ohnehin hätten, auch ohne diese Reform. Die Schweden haben etwas ganz Kluges gemacht. Sie haben den Renteneintritt flexibilisiert. Da gelten nicht mehr diese starren Entwürfe nach dem Motto, jeder Mensch ist gleich, jeder geht mit 65 oder 67 in Rente. Wer Lust hat, länger zu arbeiten, für den lohnt sich das. Wir sollten im Zusammenhang mit dieser Reform auch gleichzeitig eine Flexibilisierung des Renteneintritts beschließen, dass Menschen freiwillig länger arbeiten. Also das ist der Herr Dürr, der hier antwortet. Warum sollte ich jemanden verbieten, mit 70 oder 72 zu arbeiten? Das wäre ja geradezu verrückt. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich habe einen tollen Job oder finde eine neue Aufgabe, zu der ich Lust habe. Warum stelle ich solche Leute aufs Abstellgleis? Das ist geradezu altersdiskriminierend. Naja, wenn die Renten für viele nicht so schlecht wären, müssten viele Rentner nicht arbeiten. Aber wer will, kann das natürlich tun. Aber wenn man die Rentenkassen natürlich aus verschiedensten anderen Gründen leert, ist das Rentenniveau ebenso, wie es ist. Zum Dauerthema oder auch nicht. Plötzlich und unerwartet, Musiker und Sängerin tot. K-Popstar Park ist unerwartet im Alter von nur 30 Jahren verstorben. Die südkoreanische Sängerin war in ihrem Heimatland überaus beliebt. Ihre Agentur Xandu vermerkte, Park Boram hat uns am späten Abend des 11. April plötzlich verlassen. Am anderen Ende der Welt starb in Deutschland der Musiker Andreas Sandbichler, Vizepräsident der Musikkapelle Niklas Reuth. Der Vater von drei Buben und gelernter Zimmerer ist Ende März im Alter von nur 26 Jahren völlig unerwartet verstorben. Übrigens, falls Sie noch nicht abonniert haben, tun Sie das gerne. Ich freue mich über jedes Abo. Kommen wir zu E wie Ende. Also es kriselt doch mit der Elektromobilität ganz gewaltig. Und von solchen Vorfällen wie diesem hier liest man auch immer öfter. E-Auto fackelte unser Haus ab. Eigentümer Michael S. zu Bild. Ich wachte um 2 Uhr auf, weil es sehr warm wurde. Da hörte ich das Knistern des Feuers, weckte meinen Sohn und flüchtete mit ihm aus dem Haus. Großeinsatz für die Feuerwehr, rund 70 Einsatzkräfte eilten zur Steigstraße. Doch der strombetriebene Audi ließ sich nicht löschen. Unter dem Carport züngelte ein gelber Feuerball Richtung Wohnhaus. Bald brannten die Holzfassade und die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Der Hausbesitzer: Ich habe das E-Auto zuletzt vor 2 Tagen bewegt. Es wurde zum Zeitpunkt des Feuers nicht geladen. Nun müssen Sachverständige klären, warum der Hybrid-Audi in Flammen aufging. Zu Audi bzw. VW kommen wir gleich nochmal. Auch passend zum ganzen E-Komplex, Tesla entlässt 10% seiner Mitarbeiter. Tesla entlässt mehr als 10% seiner weltweiten Belegschaft, wie aus einem internen Memo hervorgeht, das Reuters am Montag einsehen konnte, da das Unternehmen mit sinkenden Verkaufszahlen und einem sich verschärfenden Preiskampf für Elektrofahrzeuge zu kämpfen hat. Etwa alle 5 Jahre müssen wir das Unternehmen reorganisieren und für die nächste Wachstumsphase rationalisieren, kommentierte CEO Elon Musk in einem Beitrag auf X. Zwei hochrangige Führungskräfte, der Leiter der Batterieentwicklung, Drew Baglino, und der Vizepräsident für öffentliche Politik, Rohan Patel, kündigten ebenfalls ihr Ausscheiden an, was Musk zu Dankesbekundungen veranlasste, obwohl einige Investoren besorgt waren. Musk hatte zuletzt im Jahr 2022 ein Stellenabo angekündigt, nachdem er den Führungskräften gesagt hatte, er habe ein super schlechtes Gefühl in Bezug auf die Wirtschaft. Und damit sind wir schon bei VW. Erst den Grünen in den Abgrund folgen, jetzt um staatliche Hilfen betteln. VW drohen Millionenstrafen, weil keiner mehr E-Autos will. Nun verlangt auch VW-Chef Oliver Blume angesichts der weltweit abstürzenden Automobilbranche weiteren finanziellen Anschub vom Staat. Nachdem die Bosse gerade auch beim Volkswagen-Konzern mit Hurra und ohne kritischen Widerstand das Hohelied der Klimatransformation und der grünen Mobilitätswende mitgesungen haben, völlig an der weltweiten Nachfrage vorbei, auf die in Deutschland in puncto Energieversorgung und Infrastruktur gar nicht zu schulternde Elektromobilität gesetzt haben,
Nachdem sie alle in freiwilliger Selbstgleichschaltung die Abschaffung der deutschen Schlüsselindustrie propagiert haben, da dämmert Blume und Co. nun, wie sehr Deutschland und seine einst legendäre Autobranche international ins Abseits geraten sind. Jetzt plärrt Blume ausgerechnet nach Hilfen von dem Staat, der ihn erst auf dieses dünne Eis geführt hat. Solche Figuren schimpfen sich in Deutschland Manager. Erst laufen sie naiv, besessen dem Zeitgeist hinterher, nicht nur bei der E-Krise, sondern auch bei der Verbreitung des Märchens, nicht die grüne Deindustrialisierungspolitik, sondern die nirgendwo regierende AfD gefährdet den Wirtschaftsstandort, und dann folgt das absehbare Desaster. Jetzt rufen sie nach Vater Staat. Man fragt sich, wofür solche Führungskräfte eigentlich horrende Gehälter beziehen. Und immer mehr Leute haben die Faxen dicke und gehen weg. So nun auch Markus Krall. Er schrieb hier vorgestern auf Twitter: Ja, es ist wahr, ich gehe in die Schweiz, habe letzte Woche meinen B-Ausweis beantragt, bin nicht mehr bereit, das verkommene System der parteipolitischen Demolierung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu finanzieren. Gründe mein neues Unternehmen von Anfang an nicht in Deutschland. Herr Haldenwang, Frau Faeser, Spießgesellen etc. Sie erlässt das hier selber. Er wird sich weiterhin in die Politik einmischen, aber man versteht schon, dass er die Faxen dicke hat. Übrigens hier unten dieses Bild aus Die Ritter der Kokosnuss, diesen Film, kann ich euch auch nur dringend empfehlen, wenn ihr mal ein bisschen Aufheiterung in diesen trüben Zeiten braucht. Trübe Zeiten, genau, kommen wir zum Iran. Nun wartet ja alles auf die Reaktion Israels auf den iranischen Angriff. Reuters schreibt hier: Der Iran wird auf jede Aktion gegen seine Interessen reagieren, sagte Präsident Ebrahim Raisi am Dienstag laut der iranischen Studentennachrichtenagentur, einen Tag nachdem Israel gewarnt hatte, dass es auf den Drohnen- und Raketenangriff Teherans vom Wochenende reagieren werde. Wir erklären kategorisch, dass die kleinste Aktion gegen iranische Interessen mit Sicherheit mit einer strengen, weitreichenden und schmerzhaften Antwort gegen jeden Täter beantwortet werden wird, sagte Raisi gegenüber dem katarischen Emir Scheich Al-Thani. Und zum Schluss habe ich noch was zum Lachen für Sie, für euch. Und zwar diesen Film hier, To the Moon, also zum Mond, der in Kürze in die Kinos kommt. Wikipedia schreibt: Während des Weltraumwettlaufs zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion in den 1960er Jahren entwickelt sich eine Beziehung zwischen dem NASA-Direktor, der für den Start von Apollo 11 verantwortlich war, und einer Marketing-Spezialistin, die das öffentliche Image der NASA aufpolieren und eine gefälschte Mondlandung inszenieren soll. Ein paar Ausschnitte mal für euch. Die öffentliche Unterstützung der Mondmission ist auf dem Tiefpunkt. Jeden Tag geht hier irgendwas kaputt. Wir sind tot, schon wieder. Oder fliegt in die Luft. Das Weltraumprogramm ist ein aufgeblasener Schlamassel. Ich arbeite jetzt hier. Wir verkaufen den Mond. Die NASA ist nichts, was man mit einem Liedchen und einem Slogan verkauft. Wenn ich fertig bin, werden diese Männer berühmter als die Beatles sein. Wir müssen eine Alternativversion der Mondlandung drehen. Mein Armstrong ist eine weinerliche Pussy. Wir müssen umbesetzen. Das waren die Top News am Dienstag. Diese Woche gibt es auf jeden Fall noch Egon von Greyerz. Da geht es auch nochmal um die Websache und dann vermutlich nochmal Top News am Freitag. Soweit von mir. Eine schöne Woche für euch alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.